Es ist nicht mehr zu glauben. Arbeitsminister Heil besteht auf Erhöhung des Mindestlohnes von 14 bis 15%. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen mich leicht lächelnd, schmunzelnd. Sie wissen ja, dass ich Sozialrechtler mit Leib und Seele bin. Und was ich hier lesen darf im Spiegel, das erstaunt mich doch wirklich sehr, meine Damen und Herren. Ich denke mal, das hat ein bisschen was mit Wahlkampf zu tun, denn das gleiche Engagement von Herrn Heil hätte ich mir gewünscht zum 01.01.2024, als der Mindestlohn auf diese ominöse 12 Euro noch was hochgegangen ist, wo es ja eine totale Empörung gab und wo der Hubertus Heil hier noch ganz klar gesagt hat, dass er sich nicht in die Tarifkommission oder die Mindestlohnkommission einmischen möchte. Und wenn Sie sich das jetzt mal anschauen, was jetzt auf einmal die Meinung von Herrn Heil ist, da muss man wirklich ganz ehrlich sagen, ja, ich fange jetzt langsam an zu staunen. Oder ist das tatsächlich Wahlkampf, meine Damen und Herren? Also Minister Heil besteht auf eine deutliche Erhöhung des Mindestlohnes. Und zwar will er im Jahr 2026 eine Erhöhung des Mindestlohnes erreichen, die zwischen 14 und 15 Euro liegen. Und zwar verweist er auf eine Mindestlohnrichtlinie und er pocht auf die Anhebung. Ja, meine Damen und Herren, lieber Herr Heil, warum haben Sie denn auf die Anhebung nicht auch schon zum 01.01.2024 gepocht? Also, das verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ja, und was hat er dann gemacht? Er hat gesagt, die Mindestlohnkommission sei unabhängig, aber sie habe sich an rechtliche Vorgaben zu halten, die im deutschen Gesetz sind und auch in der EU-Richtlinie. Ja, meine Damen und Herren, das hat Heil im Übrigen am Montag, also heute, dem 9.09.2024, im ARD Morgenmagazin zum Besten gegeben. Ja, meine Damen und Herren, warum, lieber Herr Heil, haben Sie denn das nicht auch schon bei der Erhöhung des Mindestlohnes von 12 Euro auf 12 Euro und ich weiß nicht, wie viel jetzt sind 12,41 € gemeldet. Also das verstehe ich überhaupt nicht. Wieso jetzt auf einmal? Ne? Das ist für mich also völlig unerklärbar, wieso jetzt auf einmal der Hubertus Heil der Mindestlohnkommission einen Brief geschrieben hat und auf die Einhaltung geltenden Rechtes besteht. Ja, das hätte er doch zum 01.01.2024 auch tun können. Verstehe ich überhaupt nicht, meine Damen und Herren. Ich vermute mal, das ist Wahlkampf, purer Wahlkampf und auch möglicherweise, meine Damen und Herren, absolute Angst davor, was sich in Brandenburg am 22.09. in der Landtagswahl abspielen kann. Denn so wie es jetzt aussieht, wird die SPD in Ostdeutschland ja de facto bedeutungslos werden, auch wenn in Brandenburg noch über 20% der Menschen dort SPD wählen, wird möglicherweise der Ministerpräsident Woidke dort dann nicht mehr als Ministerpräsident antreten. So hat das angekündigt, wenn die AfD stärker sein wird als die SPD. Die EU-Richtlinie zum Mindestlohn, da wird also praktisch ein Referenzwert für den Mindestlohn angenommen, 60% des sogenannten Medianlohns. Und der Medianlohn ist sozusagen im Grunde genommen hier in Deutschland anzusetzen, beim Mindestlohn zwischen 14 und 15 Euro. Wir bekommen ja zum 01.01.2025 die nächste Mindestlohnerhöhung dann auf knapp 12,80 €, wenn ich mich nicht richtig täusche. Aber letzten Endes muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, bin ich doch wirklich schon schwer erstaunt, was der Hubertus Heil hier zum Besten gibt. Im Übrigen hat sein Bundeskanzler da noch klarer gefordert, er will einen Mindestlohn von 15 € haben. Ja, meine Damen und Herren, ich bin gespannt auf Ihre Kommentare zu diesem Thema. Natürlich freue ich mich, wenn der Mindestlohn erhöht wird, das ist auch klar, damit die Menschen gerade im Niedriglohnsektor einfach mehr in Portemonnaie haben. Aber, meine Damen und Herren, das kommt alles viel zu spät, das weiß auch Hubertus Heil. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ist das für mich hier ein bisschen Wahlkampf und mehr steckt da wahrscheinlich nicht dahinter. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Nöppel.